Ein Kompromiss in der Ortsnamenfrage scheint schwierig. Bei den zähen und mühsamen Verhandlungen im Landtag ist die SVP stark unter Druck geraten. Sowohl durch ihren Koalitionspartner, dem Partito Democratico, als auch durch die italienische und die deutsche Opposition. Zudem kommt man auch wegen der neuen Geschäftsordnung kaum weiter mit dem umstrittenen SVP-Entwurf, den der Landeshauptmann zur politischen Nagelprobe macht. Dabei geht es nicht um Namen von Gemeinden und größeren Orten, die mit Regionalgesetz zweisprachig festgelegt sind, sondern um tausende Fraktionen, Weiler und Flurnamen, wo der deutsche Name keine amtliche Gültigkeit hat. Denn es gelten immer noch die italienischen Namen des sogenannten Prontuario von Tolomei laut faschistischen Ortsnamendekreten. Das will die SVP ändern, indem ein Beirat ein wissenschaftliches Ortsnamensverzeichnis erstellt. Über Kriterien und Zusammensetzung wurde den ganzen Tag über mit den Koalitionspartnern vom PD verhandelt. Unsere Vorschläge sind immer dieselbe: die paritätische Beirat, die Toponomastik auf Landesebene betrachten und die Rolle des Astat zu klären. Für uns ist es wirklich wichtig, dass alle Sprachgruppen wirklich mit einbezogen werden. An politische Verantwortung appelliert die SVP. Wir haben das Gespräch auch anderen Parteien angeboten. Es ist so, dass es natürlich nicht leicht ist, hier Verantwortung zu übernehmen, weil alle natürlich befürchten, einen Konsens zu verlieren. Und in der Politik gibt es aber auch Situationen, wo man Verantwortung übernehmen muss, wenn man überzeugt ist, dass die Lösung passt. Im Landtag laufen italienische Rechtsparteien Sturm, weil sie die Abschaffung der italienischen Namen fürchten. Wie es die deutsche Rechtsopposition auch fordert, die gegen das SVP-Gesetz kämpfen wollen, notfalls bis zur physischen Erschöpfung. Der Landeshauptmann macht die Ortsnamenfrage zur politischen Nagelprobe und appelliert für Kompromisse. Und ich glaube schon, dass wir wirklich bewiesen haben, dass wir zu Kompromissen bereit sind. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, dass diese harten Positionen weiterhin aufrecht bleiben. Wir alle wissen, wir werden in diesem Land weiterleben, wir müssen weiter zusammenarbeiten. Prompt unterbrochen vom Protest einer Schützengruppe mit dem Slogan »Fälschen bringt kein Glück«, warnen sie vor dem Festschreiben erfundener italienischer Namen. Damit kommt die SVP unter Druck. Es ist ganz selbstverständlich, dass es in dieser Frage unterschiedliche Vorstellungen gibt. Auch emotional sehr stark empfundene unterschiedliche Vorstellungen. Das muss man bei dieser Thematik wissen und verstehen. Wir als Regierungspartei müssen jetzt versuchen, hier trotzdem Schritte zu setzen, dass wir in dieser Frage weiterkommen. Das wahlpolitische Risiko am rechten Rand nehmen Sie in Kauf. Ich denke, dass die Mehrheit der Bevölkerung um die Problematik weiß. Es gibt aber auch sehr viele, die sich dafür nicht sehr interessieren. Wir werden versuchen, hier einen Kompromiss weiterzubringen. Auch weil wir überzeugt sind, dass er ja auf UN-Richtlinien aufbaut, dass er sich auf internationales Recht stützt, dass er sich auf die Verfassung stützt. Und dann wird man natürlich sehen, ob er in allen Punkten auch effektiv wasserdicht ist. Vorerst verzögert es die Opposition mit 18 Beschlussanträgen, sodass man erst morgen wieder zum Gesetz selbst kommt. Doch das will die SVP dann mit allen Risiken und Nachtsitzung durchdrücken.